Eines der schönsten Bauwerke im Saarland. Ja, wir sind in der Mainzer Straße und hier bei Klaus Erfurt heute. Und zusammen mit Markus Lutz haben wir einen 3D-Rundgang erstellt, ja, der das ganze Restaurant, das Gästehaus Erfurt, ganz transparent macht. Das heißt, man kann also jetzt virtuell durchs ganze Haus gehen. Und in der heutigen Zeit ist es natürlich umso wichtiger, dass die Leute auch vorher wissen, wie es später aussieht. Hier ist Klaus Erfurt, ich grüße Sie herzlich. Hallo, schönen guten Tag. Ja, es ist ein wunderschöner Tag. Wir drehen Anfang Juni heute. Ja, das ist der Markus Lutz, ist der nett? Ja, der Markus, der ist super. Der hat einen ganz tollen Film gemacht und macht tierisch Spaß mit ihm. Genau, ihr habt nämlich einen 3D-Rundgang gemacht. Ich sag mal so, Sie haben ja schon einiges gemacht. Es gibt ganz tolle Fotos von Ihrem ganz tollen Restaurant. Wenn Sie sich mal ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Klaus Erfurt. Ich bin jetzt im März seit 18 Jahren hier selbstständig mit dem Gästehaus. Wir haben 3 Sterne im Guide Michelin. Und wir haben vor 2 Wochen haben wir das erste 3D-Video hier gestartet mit einem Wahnsinnserfolg. Wir haben Wahnsinnszugriffe drauf und es bringt ganz andere Eindrücke wie normale Fotos rüber. Ganz toll. Ja, das Interessante ist, es gibt ja hier, ich sag mal, Ihr Haus im Winter und im Sommer. Im Sommer ist da draußen auch möglich zu essen? Ja klar, wir haben eine wunderschöne Terrasse und einen riesen Park hinten dran, mitten in der Stadt. Das ist schon ziemlich einmalig. Ja, wenn wir einfach mal reingehen, da vorne ist auch deine Kamera drin. Wir sind Haus Nummer 95 Mainzer Straße, korrekt? Ja genau, Haus Nummer 95. Ja, steht auch hier vorne. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich selber war schon mal hier essen. Ist so eine Sache, die gönnt man sich. Es gibt die und die. Denn das, was hier auf die Speisekarte kommt, ist schon sehr lecker. Also ich sag mal, man muss A, Zeit mitbringen und B, Muße, richtig? Aber man muss genussfreudig sein, würde ich sagen, und Spaß am Essen haben. Ja, sehr schön. Was ist denn so das Konzept? Ich meine, da draußen steht natürlich Gästehaus drauf, aber die Leute sollen sich hier sehr wohlfühlen. Oder? Ja, hier geht es eigentlich darum, dass man sich wohlfühlt, dass man einfach eine Zeit hat, sich entspannen kann und Freude hat bei Essen und Trinken. Ja, ganz viele Menschen kommen zu Ihnen, wenn sie einen ganz besonderen Anlass haben, oder? Ja klar, wir haben natürlich sehr viele Hochzeitstage, Geburtstage, Jubiläen oder sonstige irgendwelche Anlässe, wo es immer was zu feiern gibt. Aber wir haben auch ganz viele Menschen, die kommen hierher und nehmen sich mal 2 Stunden Zeit, um wieder runterzukommen in dem stressigen Alltag, um sich ein bisschen runterzufahren. Ja, wir drehen jetzt außerhalb der normalen Geschäftszeiten. So kennt man es nicht. Ihr habt natürlich eingedeckt, beziehungsweise öffnet wann heute? Ja, wir öffnen immer mittags um 12 Uhr und wir sind jetzt auch parallel dabei, gerade die Terrasse einzudecken, weil heute soll es ja 29 Grad werden. Und 29? 29 Grad soll es werden und ich denke, es wird heute ein sehr schöner Tag auf der Terrasse sein. Ja, das Schöne ist, man kann sich hier richtig bedienen lassen. Wie lange ist ungefähr der Durchgang hier, wenn man hier ist? Wie viel Zeit sollte man mitbringen? Ach, wir sind von der Küche her sind wir sehr schnell. Das hängt immer so wie der Gast mag, auch ein bisschen selber ab. Er kann halt auch sehr lange hier verweilen und einfach die Zeit nutzen, um sich gut gehen zu lassen. Ja, das Starke ist natürlich, Sie haben Sterne. Wenn Sie mir mal kurz erklären, was das heißt, wenn man Sterne hat. Da kommt jemand, prüft das einmal im Jahr oder wie? Ja, wir werden da einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr überprüft und man muss das Ganze immer wieder bestätigen. Genau. Ist das schwierig? Das ist schon eine Aufgabe. Ja, das heißt, es gibt ja auch jetzt im Saarland einige Sterneköche. Sie machen das aber schon ganz lange mit den Sternen. Das heißt also, das ist schon, ich sag mal, nicht so einfach, die 3 Sterne zu verteidigen. Ja gut, wir haben hier selber im Haus seit 2007 3 Sterne und ich persönlich habe einen Michelin-Stern, seit ich 21 bin, also das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Okay. Wenn Sie mir mal kurz erzählen, wie war Ihr Werdegang? Waren Sie auch in der Schweiz oder so? Ach, mein Werdegang ist gar nicht so spektakulär. Ich war hier im Saarland, habe die Sternehäuser hier im Saarland so ein bisschen abgearbeitet. Dann war ich in Bayersbronn in den 2 großen Häusern, einmal in Barras in der Traube Thombach. Okay. Danach war ich lange Zeit in Völklingen, damals im Park Hotel Gengenbach mit einem Michelin-Stern. Dann ging es auf die Bühlerhöhe bei Baden-Baden oben und von der Bühlerhöhe ging es hierher vor 18 Jahren. War das Zufall mit dem Gebäude? War hier immer schon mal ein Restaurant drin oder war das ein Wohnhaus? Das Ganze war immer das Gästehaus, deswegen auch der Name von den Saarbergwerken. Ja. Und die hatten hier halt so die Vorstandssitzungen, Tagungen und so alles abgefeiert und suchten irgendwann dann eine Umnutzung für das Ganze. Ah, so ein klein wenig wie auf dem Hallberg so ein bisschen, oder? Da kann man das... Ja, also man kann es damit vergleichen. Also früher wurde ja immer noch so ein Gästehaus betrieben von den Konzernen. Die Banken hatten früher auch immer noch irgendwie ein Casino oder so. Und das ist halt in Zeit der Compliance nicht mehr so gern gesehen. Sie haben, ich sag mal, einen ganz hohen Anspruch, was das Essen angeht. Jetzt haben wir einen 3D-Rundgang gemacht. Hat das Ihre Erwartung erfüllt?
der 3D-Umhang ist toll. Also wir haben wahnsinnig Zugriffe, wir kriegen ganz viele Mails und Kommentare. Ja, ja, die Leute kriegen einen ganz anderen Eindruck, auch für Menschen, die noch nie hier im Haus waren. Ja. Bilder sind ja immer sehr statisch und das nimmt so ein bisschen auch die Hemmschwelle weg. Ja. Und wir haben Wahnsinnszuspruch drauf bekommen. Wie ist denn das, wenn man so 3 Sterne hat? Denken die Leute, man ist dann so Etepetete und so die... Aber das ist gar nicht so. Bei Ihnen kommt jeder essen, oder? Bei uns kommt jeder essen, aber es gibt natürlich schon Leute, die haben eine verkehrte Vorstellung, was so hinter der Tür hier passiert. Aber es ist alles ganz normal. Also es wird nichts Besonderes gemacht. Und hier geht es ums Wohlfühlen. Wirklich okay. Ums Wohlfühlen. Da dürfen wir einmal reingucken in Ihre Küche? Ja, klar, natürlich. Wenn Sie mal so lieb sind. Das ist die Tür, da geht normalerweise wahrscheinlich kein Kunde durch. So, man kann hier vom Fußboden essen, definitiv. Sagen Sie mal, wenn die Leute kommen, die Sie testen, geben die sich ab und zu erkennen? Im Nachhinein. Also die reservieren, ist eine ganz normale Reservierung. Die zahlen ganz normal ihre Rechnung und ab und an geben sie sich im Nachhinein zu erkennen. Ist das dann interessant? Ach, die sagen einfach nicht viel. Die wollen auch nur mal so einen Rundgang machen, wie Sie das jetzt auch machen. Wollen gucken, ob alles in Ordnung ist, ob alles sauber ist. Und, ja, also ich zeige nur mal hier den Boden. Sauberkeit ist grundsätzlich, ich meine, in der Küche ganz wichtig. Aber das ist hier absolutes Muss, oder? Das muss alles absolut sauber sein. Ja gut, das ist eigentlich Grundvoraussetzung für das Ganze, dass das sauber ist. Und saubere Teller, sauberer Boden, das ist alles eine Reihenfolge. Und es sollte einfach überall so sein. Ja, vorne sieht man, Sie machen alles selbst, richtig? Ja, klar. Wir produzieren alles selber hier am Haus und es ist halt immer eine Wahnsinnsvorbereitungsarbeit. Wenn ich einmal kurz ihm da mal drüber schauen darf. Er hat da was Grünes in der Hand. Darf ich ihm mal kurz auf den Teller gucken? Nur mal kurz mal draufschauen. Das sieht ganz lecker aus. Wenn Sie mir kurz mal sagen, Herr Erfurt, was das ist? Er packt gerade Basilikum aus. Basilikumblätter für unser Fischgericht. Wahnsinn, da vorne sind die frischen Blätter. Die sind natürlich handverlesen alle. Ja, die sind jetzt ausgezupft und die werden nachher nach dem Frittieren wieder aussortiert, wie sie sich so geben. Boah, es ist 10 Uhr, ich krieg Hunger. So, wir gehen am besten mal raus, denn ich möchte mal gerne kurz mal rausschauen auf die Terrasse. Wie kommen wir raus hier vorne? Genau. Ja, am besten so, wie wir reingekommen sind. Es gibt oben im ersten Stock ist nichts mehr, oder? Ist nichts mehr. Genau, super. Ja, natürlich, sowas zu halten ist natürlich gar nicht so einfach. Das heißt, Sie sind auch natürlich auf die Leute angewiesen, auf das Personal, was mit Ihnen arbeitet. Das ist top. Das ganze Haus, das ganze Geschäft lebt eigentlich von Mitarbeitern und das ist eigentlich der springende Punkt, um dass der Gast sich wohlfühlen kann hier. Ja, das ist phänomenal. Ich zeige Ihnen jetzt mal was. Also wenn Sie selten, ich sag mal, in Saarbrücken mitten in der Innenstadt ein solches Ambiente erleben, dann sollten Sie unbedingt mal hierher kommen. Ist der Park öffentlich zugänglich? Nein, der Park ist privat und gehört einfach zum Haus. Die Gäste können dann ein bisschen rumspazieren, aber es ist sehr intim hier. Der Pflegeaufwand ist natürlich enorm. Sie haben unglaublich viele Bäume, alte Bäume. Ja klar, im Herbst ist natürlich, wenn das Laub fällt, ist so die intensivste Zeit zum Pflegen. Und im Moment, je wärmer das wird, je weniger muss man mähen. Es wird jetzt bewässert bald und ja, man sieht schon, die Wiese wird ja schon ein bisschen bräunlich. Das ja, ich hab Stellplätze gefilmt, die haben das gleiche Problem. Es regnet zu wenig. Ja. Aber auf der anderen Seite, ja, jetzt gehen wir mal ganz kurz runter. Das ist natürlich traumhaft. Jetzt passt das Wetter auch noch. Das heißt, Ihr Blick auf Google Maps oder das entsprechende Wetter ist natürlich permanent, oder? Ja, wir sind halt immer froh, wenn es so ein bisschen konstant bleibt. Das ist auch gut fürs Team. Dann können die konstant draußen arbeiten. Ist immer ein bisschen ungeschickt, wenn es heute schön ist, morgen regnet es und dann immer das hin und das her. Und wir brauchen auch mal ein bisschen konstante Temperaturen, weil abends durch die freie Fläche kühlt es halt hier schon sehr schnell ab. Also das hier, Markus, komm mal kurz zu mir. Das ist so ziemlich der schönste Park mitten in Saarbrücken, den ich kenne, der Privatpark. Ja, definitiv. Ich glaube auch im Vergleich mit öffentlichen Parks ist das das absolute Highlight. Die Bäume machen mich, da ist ein Riesenbaum da hinten, der ist wie alt, weiß man's? Ach, die sind jetzt alle so 140, 150 Jahre alt im Schnitt. Ja, da vorne ist noch ein tolles Haus, was ist das? Ach, das ist einfach, das war auch für Vorstandssitzungen gedacht, das wird jetzt von uns nicht bewirtschaftet und da muss man mal gucken, was in Zukunft hier passiert. Ja, klasse, das heißt also, hier kann man auch noch Hochzeit feiern? Ja, klar. Das wird doch gemacht. Feierlichkeiten aller Art. Wir müssen halt abends immer ein bisschen aufpassen mit der Lärmbelästigung, weil das ist auch ein Wohngebiet rundum. Aber gerade tagsüber ist das überhaupt kein Problem.
Ja, Markus, du hattest ja selten ein solches Objekt. Es ist nicht ganz einfach, das von außen und von innen zu zeigen. Du hast dich hier mit einem 3D-Rundgang bedient, mit Außenfotos, wo man sich auch draußen bewegen kann. Ganz genau. Wir haben einen 3D-Rundgang gemacht mit dem Außenbereich. Beim letzten Mal war die Terrasse aber nicht eingedeckt. Und deshalb bin ich heute nochmal da. Wir machen nochmal eine Ergänzung, ein Update, ganz genau. Plus die Küche. Beim letzten Mal war ich auch von der Zeit her, kam ich im höchsten Betriebsmodus und dann konnte ich natürlich die Vorgänge der Küche nicht stören. Deshalb sind wir heute vor der Öffnungszeit hier, deutlich vor der Öffnungszeit und können die Küche nochmal neu einscannen und damit wird der Rundgang ein neues Update kriegen mit dem Außenbereich und mit dem Blick in die Küche. Ja, phänomenal. Wenn man jetzt mittags kommt, da gibt es ja Leute, darf ich vorher sagen, ich habe etwas weniger Zeit und Sie richten sich danach? Ja klar, wir richten uns immer so ein bisschen in das Zeitfenster ein unserer Gäste und haben da normalerweise nie ein Problem. Haben Sie frei eigentlich mal? Ja, wir haben Samstag Sonntag Ruhetag, also wir sind da sehr strukturiert, ist für die Mitarbeiter schön, die haben eine ganz normale Arbeitswoche, wie jeder andere Samstag Arbeitnehmer auch. Die haben jetzt Samstag Sonntag, haben die Ruhetag und können die Familie genießen, also von daher ist das sehr, sehr gut. Ja, sehr schön. Da vorne kommen Blumen. Das Thema Deko ist auch ein Riesenthema. Das heißt, die Leute nehmen das auch wahr, wenn sie hier mit ganz frischen Rosen kommen, oder? Ja klar, ich sag mal, das gehört zum Gesamtkonzept dazu. Frischer Blumenschmuck, schönes Silberbesteck, schönes Porzellan, schöne dünne Gläser, also das gehört zum Gesamtkonzept dazu. Ich habe gehört, dass ganz viele Mädelsgruppen auch mal gerne zu Ihnen kommen, so ein, zwei Mal im Jahr, die treffen sich hier, trinken dann auch mal ein Champagnerchen und lassen sich es mal gut gehen. Ja klar, gerne, also die betreuen wir schon sehr individuell dann, freuen uns auch immer. Wir haben auch sehr viel junges Publikum mittlerweile, also wirklich, das sind schon die Kinder von unseren alten Stammgästen und das macht sehr viel Spaß. Ja, Klaus Erfurt, 3D-Rundgang, wir blenden ihn jetzt mal ein. Erstmal vielen Dank für das nette Interview. Ja, sehr gerne. So, und ja, Markus, du hast es toll gemacht. Ich habe also den ersten Rundgang schon mal angeguckt, aber so ein tolles Haus mal zu machen, das hat dir noch ein bisschen gefehlt, oder? Absolute Besonderheit, muss man ganz klar sagen, in Verbindung mit den drei Sternen, dem Klaus natürlich zusammen, Ambiente, hier passt alles, würde ich sagen. Ja, vielen Dank, Markus, vielen Dank, Klaus Erfurt. Ich habe noch eine letzte Frage. Vier Sterne, gibt es sowas auch? Nein, vier Sterne gibt es nicht. Also drei ist das höchste? Ja, es gibt Michelin-Sterne, gibt es maximal drei Stück. Okay, super. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.